Wo sind die Rapid-Fans? Hans ist gar hier, regiert. Ich bin echt glücklich, der Burgstaller wieder zurück ist und Rapid, ich mein Herzen drinnen ist. Boah, was war wichtig? Na ja, guten Einsatz. Der Rapid-Geist sollte wieder in der Mannschaft sein. Das darf mir hoffen. Ich glaube schon, dass sie ja besser sind, nicht? Wenn man die Mannschaft so sieht. Unsere Wurzeln sind der erste Wiener Arbeiter Fußballclub, dessen Farben blau-rot waren und auch Rapid spielte ursprünglich blau-rot. Und gerade jetzt, in diesem Sommer, würde der erste Wiener Arbeiter Fußballclub 125 Jahre alt werden. Und daher haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, wiederum blau-rot in den Auswärtstrikots vorkommen zu lassen, blau-rot zu spielen, und ich hoffe, es gefällt euch. Hier ist die Mannschaft des SK Rapid 2022-23. Nummer 9, Guido! Ferdinand! Ja, das ist sehr groß, ist die Erwartung. Sie werden sicher brauchen, dass sie ein bisschen zusammengespielt haben. Aber ich denke mal, dass heuer das Jahr des Rapid wird. Rapid, Rapid, es ist mein Motto. Rapid, Rapid, es ist mein Leben. Ich versuche so oft wie möglich im Stadion zu sein, also fast bei jedem Spiel. Natürlich schön, dass so viele Leute kommen, und wir probieren natürlich jeden Wunsch zu erfüllen jetzt und ja, einfach, dass wir einen schönen Nachmittag haben, alle gemeinsam. Ja, natürlich schön jetzt, auch für die Kinder, glaube ich, ein super Erlebnis, auch für uns, die Nähe zu den Kindern mal zu haben, zu den Fans. Ich finde eine sehr gelungene Veranstaltung und ja, ich glaube, es gibt viele, viele Dinge zu unterschreiben. Vorfreude ist schon riesengroß. Wenn man sieht, was für Massen Rapid Wien bewegt, ja, ist das einfach einzigartig in Österreich. Und deswegen freue ich mich schon riesig, wenn ich dann am Platz stehen kann. Bei dem Verein einfach ist, die Unterstützung von den Fans ist einfach großartig. Das merkt man an so einem Tag, also war sehr, sehr cool. Also ich erwarte mir von den Profis wieder, dass sie jetzt eine gute Saison spielen. Nicht, die letzte war nicht so, aber ich denke, da geht was noch. Ja, bei uns hoffe ich auch, dass wir das eine oder andere Match wieder gewinnen oder die Turniere, was wir bestreiten. Und ja.